Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2021 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir bauen das Lenkrad aus. Und ich sehe gerade, ich habe die letzten Punkte. Zack. Zack. So, damit haben wir alle Fähigkeiten und Fertigkeiten freigeschalten. Mehr gibt es jetzt hier nicht mehr. Sehr gut. Ja, das ist doch mal schön. Gibt die nächste Errungenschaft. Well trained. So, die haben wir geschafft. Alles klar. Gut, gut, gut. So, da ist ein Kennzeichen, sind auch schon überall dran. Das ist ja echt toll. Ist ja wirklich bloß der Innenraum. Den habe ich aber noch nicht gekauft, nehme ich mal an. Nee, habe ich nicht. Gut, den müssen wir dann nochmal dran. Und zwar, achso, ah ja, die ist Instant Shop. Ah ja, gut. Das wurde mir noch geschrieben, dass ich mit der T-Taste relativ schnell in den Shop komme. Da muss ich nicht immer über das Kreismenü gehen. So, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz, was habe ich hier für ein Auto hier? Ich habe den SCE LX 550 SCEO. Achso. Da muss ich jetzt mal gucken, ob es da das Interieur für gibt. 550, da wird es nicht allzu viel geben. Gucken, ob es das war. Montieren. Ja. Und vorne können wir uns irgendwelche Sitze aussuchen. Gucken wir mal. Achso, da muss ich jetzt aus dem Modus raus. Dann kann ich da rein. So. Gibt's irgendwas noch anderes mit LX? Nein, gibt's nichts. Okay, dann gucken wir mal nach Sitzen. Nach einem schönen Vordersitz und einem schönen Lenkrad. Was für ein Lenkrad wollen wir denn da reinsetzen? M3 Sport sieht auch nicht schön aus. Oh, Lenkrad, das ist ja ein richtig altes Lenkrad. Wir gucken gleich nochmal, wie das der Kahn direkt hieß. Dann gucken wir vielleicht finden wir noch was Schönes. Und hier würde ich ja sagen, so einen schönen Sitzkomfort. Schwarz-Grau, glaube ich. Das ist schon mal ganz gut. Gibt es hier noch einen Sport? Fair Lady. Sport. Sitz, Sport, Stoff, Grau, Schwarz-Grau, Schwarz-Grau. Ja, das nehmen wir zweimal. So, und jetzt gucken wir nochmal ganz genau, wie die Kiste hier hieß. Hersteller, Fahrzeugversion, SC, keine Ahnung, weiß ich nicht, Schrottplatz. Keine Ahnung. Wie sieht denn das Abzeichen aus von dem Fahrzeug? Deko. Naja, gut, okay, ist nicht da. Ja, dann können wir uns irgendwas aussehen, Musik. Nix, ne? Auch nicht bei den Lenkrädern. Naja, gut. Schönes Lenkrad. Was da so reinpasst, das würde eigentlich reinpassen. Hier mit Multifunktionssachen drin. Hat aber, ist auch von einer anderen Firma, hat halt ein falsches Symbol drin. Hier so ein Lotz. M-Lotz, das ist ja Golf. Auch nicht sein. Lenkrad 14. Ah. Oh, hier Porsche Lenkrad. Da ist es. 911er. Den 991, nicht 911. Da sehen wir den anderen Porsche, den alten Porsche noch. Das ist ein schönes Lenkrad. Ach komm, dann nehmen wir das Lenkrad hier. Das sieht so schön. Das ist so ein bisschen altmodisch und so. Egal, Hauptsache Lenkrad ist drin. So, dann wollen wir mal ein paar Sportsitze einbauen noch. Und dann machen wir hier ein Lenkrad dazu. Und dann sieht das schon mal ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, bist du jetzt eigentlich alles auf 100%? Sehr gut. Dann müssen wir da mal ganz kurz mit dir in die Vermessungsbühne. Oder auf die Vermessungsbühne. So, ein paar Räder ein bisschen gerade schrauben. Na, damit er auch geradeaus fährt. Wenn man das Lenkrad loslässt. So, und das sieht doch schon mal gut aus. Dann ein bisschen Licht einstellen.
Ja, so sieht gut aus. So sieht gut aus. Sehr schön. Guti. Dann haben wir das auch geschafft. Dann gehen wir mit dir ganz kurz in die Lackiererei. Nee, das ist die Wäscherei. Ab in die Lackiererei. Ja, wenn wir die Karre hier einfach mal in Wagenfarbe lackieren. Ich denke mal, das sieht einfach ganz cool schon aus. Wir können natürlich mal gucken, gibt es hier irgendwelche Design-Sets, die mir gefallen würden. Ach, du ahnst das ja nicht. Eieieiei. Oha. Ahnt das ja nicht. Ja, nee. Wir nehmen einfach Originalfarbe, wäre die. Wir nehmen die Lackierung, okay, in schwarz. Wie sieht denn in schwarz aus? Ich kann doch die Pfeiltaste nicht benutzen. Und schwarz sieht er natürlich schon mal, das ist schon gut. Ja, das ist schon cool. Und dann müsste man jetzt die Felgen lackieren können. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Das geht bestimmt auch, oder? Lass mal das mal ausprobieren. So, wie sieht denn so ein Dunkelrot aus? Okay, Knallrot, das sieht nicht aus. Nee, das sieht nicht aus. Mal gucken wir mal in Metallic, dieses Bordeaux. Hätte auch schon was, muss man sagen. Ja, dieses Bordeaux Metallic. Das sieht gut aus, das nehmen wir. Das nehmen wir. So ein schönes Bordeaux-Rot in Metallic-Optik. So, dann geht's jetzt von hier vor die Tür auf den ersten Stellplatz. Da haben wir jetzt, glaube ich, irgendwie das andere schnelle Auto verdrängt. So, dich werde ich mal ganz kurz auf die Hebebühne 1. Ich will aber eigentlich nicht mit. Danke. So. Und dann werden wir diesen guten Wagen hier jetzt Limited Edition ganz kurz ausfahren. Auf der Rennstrecke. Und mal gucken. 1,40 werde ich damit nicht unterbieten. Servoflüssigkeit fehlt. Ah, okay. Moment. Habe ich die Flüssigkeit noch nicht aufgekippt? Flüssigkeit ist drin, Kühlflüssigkeit, das ist drin. Wie sieht es mit Öl aus? Habe ich Öl auch schon aufgefüllt? Ah, du kannst dich liegen. Das ist dann. Habe ich wirklich kein Servoöl aufgefüllt? Na gut, okay, dann kippen wir das noch schnell nach. Gluck, 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 gluck. Ulk, ulk, ulk. Trink, mein kleines Auto, trink. Du wirst es brauchen. So. Schön, Servoflüssigkeit rein, zack. Ja, man muss aber ehrlich sagen, hier das Bordeaux-Rot hier drinnen sieht scheiße aus, ne? Aber hier so von außen so. Ja, in der Lackiererbude sah es irgendwie noch cooler aus. Vielleicht hätten wir da die weißen Streifen drin lassen müssen. Naja. So. Dann wollen wir mal. Ab auf die Kehrte. Ab zum. Wo ist es denn? Rennstrecke. Mit unserem schönen LX550. Gucken wir mal. Motorswap müssen wir noch irgendwann machen. Da gibt es eine Errungenschaft für. Da müssen wir mal gucken, welchen Wagen wir da nehmen für. So, wollen wir noch mal gucken, wie gut sieht das Auto aus. Ich würde es ja gerne einfach so fotografieren, wenn dieses Beschleunigen da nicht stehen würde. Aber okay. Man muss ehrlich sagen, die Niederquerschnittsreifen, ja, nicht schön. So, okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal mit durchdrehenden Rädern hier ordentlich zu kämpfen gehabt. Oha, ja, der hat auch wieder, der ist auch wieder sehr, sehr, sehr schlecht zu steuern unter Vollgas. Bricht sofort aus hinten. Also Turn in Oversteer vom Allerfeinsten. Eigentlich Turn out, ne? Oder? Ey, da. Huiuiuiui. Aus der Hütte. Einfach nur am Übersteuern, die Karre.
Egal, was man damit macht. Ich will auch bloß auf die Strecke zurückkommen. Also hat sofort durchdrehende Räder und so. Also er kriegt die Kraft einfach nicht auf den Boden und auch nicht sicher auf den Boden. Das ist sehr schade. Im Übrigen sieht man hier, dass hier die gleiche Fahrengine verwendet wurde wie beim Dings, ne? Also diese Verzerrung, die man so hat vom Fahrzeug, dass auch so nach hinten dann irgendwie zu sehen ist. Das kennen wir ja auch vom Junkyard. Da kann ich euch schon verraten, da wird morgen die letzte Folge kommen. Das hat mich gestern einfach zu sehr frustriert beim Aufnehmen. Und okay, wir kriegen ja aus dem Stand mit sehr, sehr viel hin und her und Umfahrerei noch immer die 2 Minuten hin. Also Power ist drin in der Karre. Ohne Ende. Wir sollten vielleicht mal dann doch den V Max mit ihm nochmal machen. Weil ich denke mal, da könnte einiges passen. So, wollen wir in die nächste Ansicht gehen hier. Ein Canning Sound hat er ja, ne? Aber das sieht echt scheiße aus. Das sieht ja aus wie Spielzeugräder. Kannst du sagen, was du willst, das sieht scheiße aus. Sound ist kernig, Räder sind scheiße, da hätten wir ein bisschen besser was machen können. Ja, scheiße sagen wir auch nicht, aber das ist nicht schön. Gut, was soll's? Ich werde mal noch auf die V-Max-Strecke mit ihm gehen jetzt. Dann gucken wir mal, was wir auf der V-Max-Strecke mit ihm machen können. Aber viel Anlauf können wir nicht nehmen, einfach bloß mal durchtreten. Ich denke mal, da werden wir so in die Richtung 250, 300, wenn wir kommen. Das will ich jetzt einfach nur mal testen. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie den Rekord gibt schon, ob da einer dran steht. Bin ja schon mal mit so einem Kompressorwagen da lang gefahren, aber der war, glaube ich, ein bisschen kleiner. V-Max-Strecke. Es gibt jetzt übrigens, habe ich gelesen, im Workshop die Möglichkeit, eigene Karten oder ähnliches zu machen. Aber da bin ich schon mal gespannt, was das sein soll. Also Workshop-Karten. Merkt man, er kriegt die Kraft einfach absolut nicht auf den Boden. Ne? Hat nur durchdrehende Räder, selbst im zweiten Gang noch. Und das ist schon sehr, 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 sehr heftig, muss man ehrlich sagen. Und wenn man da jetzt sozusagen dann die ganze Zeit nur da dran hängt. Aber er geht halt wirklich ab wie die Tüte Mücken. Ne? Kannst du sagen, was du willst. Also da ist richtig Dampf unter der Haube. Leistung hat er. So, jetzt kommt der Abregler bei 280. Also da ist das Getriebe zu Ende. 285. Beinbremsen verzieht das Fahrzeug. Okay. Natürlich auch nicht schön. Naja gut, aber wie wir sehen, also das Fahrzeug hat Strotz vor Kraft. Und ist okay, ist vollkommen okay. Können wir so machen. Kein schlechtes Fahrzeug. Aber es geht jetzt trotzdem, irgendeiner wird sich freuen, der vielleicht eventuell noch ein paar neue Reifen dran baut. Im Nachhinein und dann gucken wir mal. Aber wie ihr gesehen habt, das Porsche DLC, genau, da wurde ich nachgefragt, das habe ich gekauft. Ich habe aber jetzt hier noch ein paar Projekte rumstehen, bevor ich den jetzt einen Porsche mir hole. Aber ein Porsche ist quasi so das nächste. Ich habe noch nicht mehr die Jaguars. Mir kommt so vor, als wenn die DLCs ein bisschen schneller kommen oder ich weniger Folgen mache in kürzerer Zeit. Das kann natürlich auch sein. So, hier wollte ich jetzt dahin gehen. Dann gucken wir bei den Credits. Wir kriegen 84.000 raus, 73.000 Gewinn haben wir in der Karre gemacht. Ein bisschen Spaß hat man auch damit. Und somit sind wir wieder bei 100.000 Euro auf der hohen Kante. Gut, den Wagen werden wir auf die Hebebühne 2 machen. Ich bin mir noch nicht sicher, welchen. Den wollte ich hier behalten, ne? Muss ich hier ehrlich zugeben. Hier könnte ich auch einen Motorswap machen, wahrscheinlich. Kann ich ihn hier einbauen an Motoren? Sehe ich hier, ne? So, hier sehe ich das. Also wir könnten den Doppelvergaser, was ist eingebaut, weiß ich nicht. Sehe ich das? Einzelvergaser, wir könnten den V8 oder V-Kompressor einbauen oder 6P. Welcher dieser Motoren jetzt der stärkere ist, weiß ich nicht. Der ist eingebaut, das ist ein Einfachvergaser auf jeden Fall. Also da könnten wir was machen. Mal so einen Motorswap, mal einen Doppelvergaser können wir machen, weil die restlichen Teile sind ja alle gleich oder ein Kompressor. Obwohl, der Vergaser ist noch drauf, ne?
Ja, da müssen wir mal gucken. Also ich denke mal, da werden wir dran gehen. Und weil wir den behalten wollen, wenn wir den als zweites reparieren. Wir wollen erstmal Geld verdienen nochmal. Und da werden wir jetzt natürlich hier erstmal die sportliche Karre auseinanderschrauben. Also den will ich behalten, weil der ist so schön. Das ist so ein richtig gediegenes. Das ist so ein richtiges amerikanischer Straßenkreuzer. Schön gediegen, weich in der Federung. Da sitzt da drinnen wie in einem Boot. Wenn du da durch die Kurven fährst, da denkst du, eine Seefahrt, die ist lustig. Also von daher, das ist genau das, was wir da haben wollen. Hier sehen wir schon, da fehlt schon mal ein Rad dran. Auch nicht weiter schlimm. Jetzt müssen wir noch ganz kurz das Inventar klären. Da werden wir jetzt Teile verkaufen bis zu 93%. Teile verkaufen, dann sehen wir, haben wir ein paar Stück über. Ja, das kann passieren. So, das heißt, wir werden jetzt mit diesem Wagen anfangen und werden ihn jetzt erstmal waschen und dann werden wir in der nächsten Folge das Fahrzeug auseinandernehmen und anfangen zu reparieren. Und ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt für heute an dieser Stelle? Zweifarbig unterwegs hier. Weiß, das sieht schon mal nicht schön aus. Ne? Also weiß, ich weiß nicht, wie man Autos weiß machen kann. Aber okay. So, können wir den Innenraum schon mal ein bisschen schön machen. Dann sieht das hier drinnen schon mal wieder ein bisschen besser aus. Dann schaut euch das an, wie schön das aussieht. Und da sind wir sogar schon 500 Kronen im Plus. Naja, Credits. So. Dann würde ich sagen, gehe ich mit dir jetzt wieder zurück auf die Hebebühne Nummer 2 und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.